Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, wir sind dieses Mal etwas weitergefahren. Ich denke, viele von euch werden die Location schon kennen, aber für uns ist es der erste Besuch und ja, ich kann auch schon mal sagen, es ist für Fotografie ist es sehr interessant. Ich hoffe, dass das Video euch möglichst auch gefallen wird. Ja, wo sind wir hier? Wir sind in einer alten Villa von einer Ärztin oder von einem Ärztepaar. Man sieht es vielleicht schon im Hintergrund, es ist schon ziemlich runtergekommen. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen wird. Viel Spaß. Und jetzt brauche ich überhaupt gar keinen Schnitt, sondern ich drehe euch einfach um und zeige euch gleich erstmal diesen ersten Raum, der, wie ich finde, verdammt krass aussieht. Und der Boden ist ebenfalls krass. Also, ja, wo befinden wir uns? In der Bibliothek, würde ich mal sagen. Das ist ein relativ großes Haus und ja, eine Bibliothek gibt es hier wohl auch. Das ganze Papierkrams, was jetzt auf dem Boden verteilt liegt, ja, war wohl mal in diesen Schränken und Regalen verteilt. Mittlerweile auf natürlichem Wege rausgefallen, würde ich mal nicht behaupten, sondern da wurde auf jeden Fall nachgeholfen. Vandalen, wie man das immer so kennt. Nicht schön, aber ich kann es nicht mehr ändern. So, ich hatte ja gesagt, dass sich das Ganze hier um ein Ärztepaar handelt, dem das mal gehört hat. Und entsprechende Gerätschaften gibt es hier natürlich auch noch. Und das ist eigentlich das, was hier wirklich interessant ist. Und was ich euch unbedingt mal zeigen möchte. Es fängt schon an, hier vorne haben wir diesen, ja, Tischchen steht bei Tischchen und da haben wir auch schon, ja, erste Sachen, wie zum Beispiel noch verpackte Nadeln für Spritzen. Muss man natürlich jetzt hier besonders aufpassen mit den Füßen, also wo man hintritt. Und ja, dementsprechend geht es heute auch ein bisschen langsamer voran. Vielleicht im nächsten Raum ist ja der Tatort, würde ich sagen. Nein, also da, wo ärztlich gearbeitet wurde. Behandlungszimmer, Operationssaal. Ich würde mal eher sagen, es ist ein Behandlungszimmer. Noch richtig alte Klamotten. Ja, der Urologe. Ach, hatte ich noch gar nicht gesagt. Das waren hier mal Urologen. Und wer sich jetzt gleich in Panik zwischen die Beine fasst, alles in Ordnung. Ich schätze mal, die haben hier gewusst, was sie tun. Zumindest konnte man entsprechend nichts anderes im Internet sehen. Deutsches Ärzteblatt von 78. 78. Tonbandmaschine. Sind hier richtig fetten Gerätschaften drin. Richtig skurril. Also, das ist keine Liege, sondern eher so ein Sitz. Keine Ahnung, wofür das notwendig war, damit man nicht abhauen konnte, wenn es gerade mitten dabei ist. Oh. Hier unten geht's weiter. Leg das mal dahin, wo es hingehört. Das Kranke ist hierbei, hier sind noch nicht nur noch so was wie Spritzen, sondern tatsächlich noch Medikamente. Also hier natürlich nur noch eine Verpackung, weil es hat schon irgendjemand mitgenommen. Es hat niemand mal wirklich geleert.
Hier ist aber noch ein Arztschrank mit Klamotten drin. Boah, ist das übel. Was haben wir hier? Täglich 2 Kapseln nach der Mahlzeit. NK 517 250A. Irgendwelche Tücher. Nierenschalen haben wir auch hier. Das sieht hier mal aus wie so eine Art Aufwärmgerät. So eine Heizspirale. Das ist wirklich schon sehr skurril, wenn sich das mal so reinzieht. Aber es gibt hier noch sehr viel mehr zu sehen. Oh, hier nochmal ein Arztschrank. So, hier nochmal einen Schreibtisch. Und wenn man sich die Formulare hier drauf mal genauer anschaut, da geht es um die Abrechnung. Haben wir hier noch Stempelfarbe. Und ja, ich vermute einfach, dass das hier mal die Anmeldung war. Und die Patienten kamen dann irgendwann mal hier ran. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Die wurde sich angemeldet. Damals ist es sicherlich noch genauso wie heute mit Krankenkassenkarte in irgendeiner Weise. Und ich vermute mal, dass in diesem doch recht hellen Raum, ja gut, hier steht natürlich eine ganze Menge anderer Kram drin, aber ich schätze mal, dass hier das Wartezimmer drin war. Ja, jetzt noch ein Hinweis, würde ich sagen, danach, weil darauf haben wir die Sprechzeiten. Und von da aus ging es dann ins Büro des Arztes und danach gleich unter das Messer. Also, wenn es notwendig ist. So. Ich zeige euch mal, was hier an der Tür steht. Ja. Keine große Herausforderung, wenn jemand ein Kreuzworträtsel macht oder überhaupt kurz nachdenkt. Ja, das Labor. Relativ klein, wie ich meine. Irgendjemand hat da hinten noch ein Röntgenbild schön vor das Fenster gestellt. Und hier neben, ja, standen wahrscheinlich mal irgendwelche Gerätschaften oder Maschinen zur Diagnostik. 2 sehe ich da hinten noch. Das wird wahrscheinlich irgendwas Unspektakuläres sein. Was ich hier wieder sehr spektakulär finde, dass sich niemand wirklich darum gekümmert hat, dieses Ding mal hier wirklich auszuräumen. Das ist wirklich schon bemerkenswert. Überall hier unten zum Beispiel liegen noch Medikamente rum. Das haben wir vorhin schon gesehen. Das sind hier irgendwelche Spritzen, die noch verpackt sind. Und ja, hier drüben liegen sogar noch irgendwelche Pillen. Kann bestimmt mal irgendjemand nachschauen, was das wohl mal bewirkt haben sollte, oder bewirken sollte, besser gesagt. So, dann gucken wir uns nochmal die erste Etage an. Ich wurde eben gerade schon von meinen Kollegen gewarnt. Gibt zwar noch eine zweite und vielleicht auch eine dritte, aber die Bausubstanz ist mittlerweile so desolat, dass das echt gefährlich ist. Hier direkt erstmal ein bisschen Elektrik und ein paar Schuhe. Oh, hat jemand Lust zu kochen? Komplette Küche. Ja, die Herrschaften haben wahrscheinlich hier auch mal drin gewohnt. Und in der ersten Etage wird es wahrscheinlich deren Wohnung sein.
Deswegen auch diese schöne Küche, was also nun wirklich überhaupt nicht zu einer Arztpraxis mehr passt. Ja, mal gucken, was wir hier noch Schönes finden. Oh, und das wird hier noch besser. Kaminzimmer. Mit einem alten Schrank auch noch. Oh, die Decke, ey, so richtig, wie man das sich vorstellt in einer alten, herrschaftlichen Villa. Mit Holz. Bei dem Holz muss man aufpassen, nicht, dass es jetzt runterfällt. Das sieht schon echt böse aus. Das war mal richtig schön. Dann auch noch so eine Schiebetür zum Abtrennen von zwei Bereichen, von zwei Räumen. Richtig viel Platz. Und wieder Bücher. Ohne Ende Bücher. Man sieht es hier unten wieder auf dem Boden. Wie ich gehört habe, ist die Dame, die jetzt zum Schluss noch gelebt hat und vor sagen wir mal, gut 10 Jahren gestorben ist, über 100 Jahre alt geworden. Und wenn man sich mal vorstellt, aus welcher Zeit die kommt, da war der Besitz von vielen Büchern noch ein wirkliches Zeichen für Reichtum und vor allen Dingen für Wissen. Und Wissen ist immer Macht. So kennt man das. Und deswegen verwundert mich das nicht, dass es hier also wirklich so viel schriftliches Zeugs gibt. Man war echt gebildet und ja, reiche Leute. Also wenn man sich die Bilder hier anschaut, wie es hier aussieht, nicht schlecht. So, ich habe jetzt hier nochmal was richtig Krasses hinter der Tür entdeckt. Und zwar ein Flügel. Selbst ein Flügel gab es hier. Ja, gibt es hier, aber ich denke mal, hier spielt keine Musik mehr. Ja, doch. Aber sieht schon echt übel aus. Traurig, sehr traurig. Ich denke mal, der Stuhl gehört hier auch nicht hin. Das haben wieder irgendwelche anderen hier hingestellt, irgendwelche Vandalen oder Fotografen. Die Tapete löst sich ja auch schon komplett auf. Oh, und hier, das ist wirklich, da könnte ich jetzt wirklich ausrasten, halb vor Wut, dass das komplett noch der Korpus ist. Eine Wanduhr. Eine Wanduhr, eine große Wanduhr. Hier unten kennt man ja, Pendel schlägt hin und her. Und irgendwann zur vollen Stunde oder irgendwas gibt es einen Gong. Ja. Hier konnte man das Ding aufmachen, um es zu stellen. Ja, leider ist davon nichts mehr übrig. So Leute, und ich glaube, an der Stelle beende ich auch das Video. Es ist wirklich sehr schade, dass das Gebäude schon so verfallen ist, dass sich niemand wirklich darum kümmert, dass sich niemand darum gekümmert hat. Und es ist vor allen Dingen auch traurig, wenn man sich überlegt, da haben wir Menschen drin gewohnt und gearbeitet. Und ja, von deren Schaffen, von deren Vermächtnis ist nur noch bröckelnde Bausubstanz, bröckelnder Putz, Chaos und ja, im Prinzip nichts mehr übrig.
Und ich denke mal, es wird nicht lange dauern, dann fällt das Haus jetzt zusammen oder es kommt ein großer Bagger und macht es platt, weil es einfach nicht anders geht. Schade, sehr schade. Nun ja, lässt sich nicht ändern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schickt mir doch mal einen Kommentar oder setzt einen Daumen nach oben. Schaut vor allen Dingen auch bei den anderen vorbei, die würden sich sicherlich auch sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Spot wieder. Bis dann, ciao.